Und es ist mit den Vorbereitungen, der Vorbereitung, mit der Vorbereitung der Vorarbeiten, so war die Formulierung, die Vorbereitung der Vorarbeiten beschäftigt. Also im Moment ist da mit anderen Worten noch nichts passiert. Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Ausschussreport zum Digitalausschuss vom 27.04.2022. Diesmal von einer ganz anderen Stelle. Wir sind hier in der Westlobby der Plenarebene. Da in diese Richtung wäre der Plenarsaal. Und hier seht ihr mal ein 1 zu 100 Tastmodell des Reichstags. Kann man also anfassen, wenn man zum Beispiel sehbehindert ist. Ich dachte, es ist vielleicht mal ein anderer Hintergrund. Heute geht es ganz viel um Geld. Wir haben vier Bundesministerien im Ausschuss gehabt, um über deren Haushalte für 2022 zu reden. Aber bevor es ums Geld geht, möchte ich noch zwei andere Dinge euch kurz erzählen. Nämlich zum einen, ich habe wieder die Öffentlichkeit beantragt und sie ist wieder abgelehnt worden, weil sich offenbar diejenigen der Ampelkoalition immer noch nicht einigen konnten, wie sie die Geschäftsordnung des Bundestages ändern. Und ohne das wollen sie auch einzelne Ausschusssitzungen nicht zur öffentlichen erklären, was überhaupt kein Problem wäre von der Geschäftsordnung. Ich bin nach wie vor wahnsinnig enttäuscht, dass sich das so lange hinzieht und werde weiter die Öffentlichkeit beantragen. Die zweite große Enttäuschung betrifft das Thema Hackback. Noch im letzten Videoausschussreport, den vom 6. April, habe ich euch erzählt, wie toll das ist, dass Staatssekretär Saathoff vom BMI öffentlich im Ausschuss gesagt hat, Hackback ist tot, es gilt der Koalitionsvertrag, in dem steht nämlich drin, mit uns gibt es kein Hackback. Und jetzt hat ausgerechnet der Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, in der Öffentlichkeit von der sogenannten aktiven Cyberabwehr gesprochen und dass man das ja doch irgendwie bräuchte. Und das ist nur eine andere Bezeichnung von Hackback. Der Untote ist also wieder einmal da. Ich habe gedacht, wir können das Thema beerdigen. Wir müssen weiter dagegen kämpfen. Das ist nämlich ein Sicherheitsrisiko. Warum? Das habe ich schon oft genug erklärt. Und bevor es jetzt gleich richtig losgeht mit den neuen Themen, noch ein paar Informationen zu Nachreichungen aus Ministerien. So hatten wir das BMDV gefragt, was ist denn eigentlich mit dem angekündigten Gigabit-Grundbuch? Wie viel Haushalt hat das eigentlich? Wie viel Budget? Und wann kommt es überhaupt? Da kam die Antwort, das wird jetzt vorgesehen für den Haushalt 2023 und dann sollen es 5 Millionen Euro im Jahr sein. 5 Millionen ist eine gute Zahl, merkt euch die mal für später. Ich habe auch gefragt, was ist denn im BMDV-Haushalt eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung drin? Ich konnte es im Haushalt nämlich nicht finden, obwohl die sogar ein Referat haben, das genau so heißt. Da kam eine Antwort, aber ehrlich gesagt, total wischiwaschi. Das Referat ist eigentlich zuständig, Dinge zu koordinieren und so Querschnittsaufgaben zu übernehmen. Und dann war da noch eine sehr schöne Formulierung drin in dem Brief des Ministeriums, nämlich Förderungen können diese Aufgabe unterstützen. Das ist richtig. Der nächste Satz lautete allerdings, eigenständige Haushaltsmittel sind nicht vorgesehen. Förderungen können unterstützen, müssen aber nicht und Haushaltsmittel gibt es nicht. Also auch keine Förderung dafür. Dann hatte ich auch das Bundesinnenministerium ja noch diverse Dinge gefragt, die nachgereicht werden sollten. Die Nachreichung kam. Leider kann ich euch darüber praktisch nichts erzählen, denn aus Gründen, die mir völlig unerfindlich sind, hat das BMI das Ganze zur Verschlusssache erklärt, zu nur für den Dienstgebrauch. Ich darf euch also nicht die Antwort erzählen auf die Frage, ob sie jetzt einen Chief Information Security Officer, einen sogenannten CISO, geplant haben. Denkt euch einfach ganz pessimistisch selber eine Antwort aus, dann liegt ihr wahrscheinlich richtig. Ich darf auch euch nicht sagen, ob es ein Budget gibt und wo das Budget liegt für die geplante Studie zur Partnerschaftsgewalt, weil es irgendwie geheim ist, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Und so war es auch mit den anderen Antworten. Nichts davon war irgendwie sicherheitsrelevant. Deswegen habe ich Beschwerde eingelegt. Und wenn ich dann doch drüber reden kann eines Tages, dann mache ich das auch. Damit kommen wir zum Ausschuss vom 27.04. Vier Ministerien haben ihre Haushalte mit uns diskutiert. Das Justizministerium, das Ministerium für Bildung und Forschung, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ehrlich gesagt, ich kann nicht auf alle diese Ministerien im Detail eingehen. Ich will ein bisschen mehr erzählen über das BMWK und das ein oder andere Beispiel aus den anderen Ministerien. Und ich werde euch noch ein paar Informationen unten in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr dann noch ein bisschen mehr nachlesen.
Für das BMWK war Staatssekretärin Anna Christmann da, den einen oder anderen vielleicht noch bekannt als Mitglied des Digitalausschusses in der letzten Legislatur. Sie hat von ganz alleine schon erzählt, dass sie ein bisschen enttäuscht ist, was das Thema Open-Source-Finanzierung in dem Haushalt angeht und dass insbesondere der Sovereign Tech Fund leider überhaupt nicht finanziert ist. Der steht ja auch im Koalitionsvertrag drin. 0 Euro hat er bis jetzt. Sie hofft, wie auch, dass sich das im nächsten Haushalt ändert. Aber es gibt auch Themen, die digital sind und sehr viel mehr Geld bekommen, zum Beispiel den sogenannten Haushaltstitel 2. Der ist digitale Agenda bezeichnet und hat 1,15 Milliarden Euro Budget bekommen. Das ist mehr als 10% des gesamten Haushaltsbudgets dieses Ministeriums. Da, wo in diesem Jahr also 1,15 Milliarden zur Verfügung stehen sollen, sind im letzten Jahr nur 246 Millionen abgeflossen. Das soll jetzt also 5-mal so viel sein. Ich finde Geld für digitale Themen gut, habe aber so meine Zweifel, dass man plötzlich die Abflüsse verfünffachen kann. Ich habe deshalb gefragt, wofür ist denn das eigentlich genau? Ist ja so ein bisschen global galaktisch, digitale Agenda. Genaue Antworten haben wir nicht bekommen. Es gibt eine Liste, wo so die Digitalthemen aus dem Haushalt des BMWK aufgelistet sind. Die ist auch da unten verlinkt. Weil mich aber zwei Themen besonders interessieren, nämlich Open Source und das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist ja immerhin das Ministerium für Wirtschaft und Klima, habe ich gefragt, ob zufällig in diesem großen Budget oder auch in anderen Haushaltsposten des BMWK noch was drin ist für Open Source und für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ihr könnt die Antwort erraten, das wird nachgereicht. Eine Stelle stand übrigens drin zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das waren 5 Millionen Euro. Mündlich hat Anna Christmann von 3 Millionen gesprochen, aber im Haushalt stehen 5 Millionen. Ich will euch das mal ein bisschen in den Kontext setzen. 120 Millionen gehen in die Förderung von Next Generation Cloud-Projekten. 120 Millionen, 24-mal so viel wie für das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. 187 Millionen kriegt die Quantentechnologie. Ist ja auch eine teure Technologie, aber das sind 37-mal so viel wie das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. 430 Millionen für Mikroelektronik hatte ich ja schon erwähnt, das sind 86-mal so viel wie vorgesehen sind für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist so wichtig, das braucht mehr. Ein anderes Thema, das ähnlich schlecht wegkommt wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ist IT-Sicherheit. Die kriegen auch nur 5 Millionen. Spannend fand ich auch das Thema sichere digitale Identitäten. Über 20 Millionen sollen dafür ausgegeben werden und immer wieder liest man in diversen Medien von irgendwelchen völlig bekloppten Blockchain-Projekten. Und deswegen wollte ich wissen, werden denn da auch solche Blockchain-Projekte gefördert? Die Antwort wird nachgereicht. Eine andere Abgeordnete hat gefragt, was ist denn mit dem Dateninstitut? Das stand ja auch im Programm, aber findet sich irgendwie nicht im Haushalt und tatsächlich steht es da nicht drin. Und die Antwort, warum nicht, die war wirklich schon fast wieder ein bisschen lustig. Man kann es nur mit schwarzem Humor ertragen. Die Federführung ist strittig. Man ist sich also nicht einig, bei welchem Ministerium dieses Dateninstitut nun angesiedelt wird. Was mich natürlich zur nächsten Frage brachte, wo bleibt denn eigentlich das Wimmelbild? Das Ausschusssekretariat fragt regelmäßig nach, alle 10 Tage ungefähr, und es kriegt immer wieder die gleiche Antwort. Ich habe es übrigens in der Regierungsbefragung auch im Plenum selber gefragt, als Staatssekretärin Kluckert für das BMDV dort war, was dann eigentlich das Wimmelbild macht oder ob wir nicht wenigstens so eine 80%-Version bekommen können mit den Dingen, die nicht strittig sind. Aber es hieß nur, wir arbeiten daran mit Hochdruck und bald ist es da. Diese gleiche Antwort hatten wir schon im Februar und kriegen sie seitdem immer wieder. Die brauchen ganz schön lange, um überhaupt nur die Zuständigkeiten zu klären. Zum Schluss möchte ich euch zu einigen anderen Ministerien wenigstens 1, 2, 3 kleine Highlights sagen. Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales fand ich die Civic Innovation Plattform besonders interessant. Die soll in 2022 15 Millionen Euro bekommen und insbesondere solche Sachen fördern, ich nenne die jetzt mal Social Innovation, auch wenn es da nicht so drin stand, die für Venture Capitalist Förderungen eher nicht in Frage kommen. Das ist eine gute Sache, könnte gerne noch ein bisschen mehr sein, aber immerhin 15 Millionen. 5 Millionen hat ja nur das Thema Nachhaltigkeit. Bei der Denkfabrik ist im letzten Jahr sehr viel Geld nicht abgeflossen. Trotzdem wurde der Haushalt dieses Jahr erhöht. Da stellte sich die berechtigte Frage, warum eigentlich, wenn es gar nicht abfließt. Aber
Die Antwort kam ein bisschen nachvollziehbar. Wegen Pandemie konnten viele geplante Dinge, nationale und internationale Veranstaltungen und Projekte nicht stattfinden. Die Denkfabrik soll aber auch neue Aufgaben übernehmen, nämlich auch Gesetze entwickeln. Zu vor allem drei Themen. Sie soll einmal die KI-Richtlinie der Europäischen Union begleiten. Sie soll ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz entwickeln. Und sie soll drittens Gesetzesvorlagen machen für die Regulierung der Plattformökonomie. Alles drei wichtige Themen. Drücken wir Ihnen die Daumen, dass was Gutes bei rauskommt. Zum Bildungsministerium möchte ich euch ein Thema erzählen. Da kam nämlich die Frage, die jedes Jahr kommt. Warum fließen die Gelder aus dem Digitalpakt so langsam ab? Und was kann man eigentlich dagegen tun? Das glaubt ihr nicht, was ich da als Antwort gehört habe. Da kam nämlich der wirklich unfassbare Satz, dass zum allerersten Mal gemeinsame Gespräche zwischen den drei föderalen Ebenen, Bund, Ländern und Kommunen stattgefunden haben. Die haben bis jetzt zum Thema Digitalpakt offensichtlich noch nie an einem Tisch gesessen. Ich kann es echt nicht glauben. Ich bin froh, dass es endlich stattfindet, dass die Ampel das ein bisschen anders angeht. Gesagt wurde aber auch, dass durch diese Gespräche zwei Dinge aufgefallen sind. A, dass manche Aspekte, manche Barrieren eine weitere Grundgesetzänderung erfordern, um hier schneller und besser zusammenarbeiten zu können, auch als Bund. Und dass insbesondere sehr kleine Schulen in sehr kleinen Orten völlig überfordert sind von dem Drumherum des Digitalpakts. Und da will man an beide Themen rangehen. Und das klingt jetzt für mich nicht verkehrt. Zum Justizministerium habe ich euch zwei kleine Themen mitgebracht. Zum einen hat Petra Sitte, meine MdB-Kollegin der Linksfraktion, gefragt, was eigentlich aus dem Digitalcheck für alle Gesetzesvorhaben geworden ist, der auch mit großen Tönen im Koalitionsvertrag angekündigt worden ist. Die Antwort war noch nichts. Immerhin weiß man, wer zuständig ist, ist schon mal was, ist gar nicht das BMJ, sondern das ist das Bundesinnenministerium. Das hat die Federführung und es ist mit den Vorbereitung der Vorarbeiten beschäftigt. Also im Moment ist da mit anderen Worten noch nichts passiert. Kann schon noch ein bisschen dauern. Zweites Thema. Uns wurde erzählt, dass es einen Chatbot geben soll vom Bundesjustizministerium, der die Rechtspfleger zum Teil ersetzen, zum Teil ergänzen soll. Der soll also zum Beispiel sehr einfache, immer wiederkehrende Sachen, wie zum Beispiel Antrag auf Erbschein. Da soll der so einen Antrag aufnehmen oder Antrag auf Prozesskostenbeihilfe. Das können ja niedrigschwellig leichter erreichbare Angebote werden. Da kann ein Chatbot hilfreich sein, wenn man es gut macht. Deshalb hat Petra Sitte auch nachgefragt, in wie vielen Sprachen wird es denn diesen Chatbot geben? Die traurige Antwort war, ja, die Gerichtssprache ist doch Deutsch, also gibt es den nur in Deutsch. Ja, so ein Chatbot kann auch multilingual entwickelt werden. Der kann ja dann am Backend das Formular in Deutsch ausspucken. Aber er kann noch mit den Leuten, die einen Antrag auf Prozesskostenbeihilfe stellen und möglicherweise Migranten sind, die nicht Gerichtsdeutsch so gut können, dann kann man es doch in unterschiedlichen Sprachen machen. Dann hätte man nämlich das Beste auch aus der Technologie rausgeholt. Ist aber bisher zumindest nicht geplant. Wichtig ist auch, ist ja auch künstliche Intelligenz drin und es hängt immer davon ab, wie man die Fragen stellt und die Antworten macht, ob die Menschen viel oder wenig Zugriff auf ihre eigenen Rechte haben. Also ob ihr Rechtsanspruch auch erfüllt wird oder nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man sowas auch evaluiert, dass man das wissenschaftlich begleitet und dass auch Zivilgesellschaften Einblick darauf hat. Das ist alles nach aktueller Planung nicht vorgesehen, hat Petra Sitte erfragt. Das war natürlich nur ein sehr kleiner Abriss zu den digitalen Themen in den Haushalten dieser vier Ministerien. Und jedes Mal wird es nur ein kleiner Abriss sein. Deswegen empfehle ich euch, auf meine Webseite ankedomscheidberg.de zu gehen. Den genauen Link, den habe ich da unten auch noch verlinkt in den Videoinformationen. Da werde ich alle Dokumente reinstellen, die die Ministerien bereits geschickt haben oder noch schicken werden. Zum Beispiel ganze Listen zu den digitalpolitischen Elementen in ihren jeweiligen Haushalten. Das ist super interessant und kein bisschen langweilig. Guckt da mal rein. Wenn eines Tages das versprochene Wimmelbild kommt, vielleicht sogar vor Ende der Legislatur, werdet ihr es auch auf meiner Webseite finden. Aber natürlich wird es auch hier in einem der nächsten Ausschussreports erwähnt. Bis dahin, bleibt gesund,
Klickt das kleine Glöckchen, wenn ihr keinen Videoreport verpassen wollt, und macht's gut.